und willkommen zu einem kleinen Tutorial bezüglich Server erstellen in Arc. Ein paar haben mich immer wieder mal gefragt und auch den Cloud gefragt und ja, da wollte ich euch einfach mal kurz die kleinen Unterschiede einfach zeigen, wenn ihr selber einen Server machen wollt, gibt es nämlich einen sehr speziellen Unterschied, einen sehr wichtigen Unterschied. Wir gehen jetzt mal hier auf die normalen Einstellungen, wenn man halt einen Einzelspieler reingehen will. Ich mache jetzt mal The Center, nicht auf meinen Arc. Bezüglich diesen ganzen Einstellungen hier rechts, die Spieleinstellungen, da hat der liebe Sari ein Video zu gemacht. Werde ich schauen, dass ich es verlinke. Der hat da so ein paar Sachen erklärt gehabt, das mache ich jetzt nicht extra. Ihr geht ja normalerweise, wenn ihr alleine spielt, natürlich ein Spieler. Wenn ihr jetzt wollt, dass Freunde bei euch auf die Map raufkommen, aus eurer Freundesliste und so, geht ihr auf nicht dedizierte Mehrspielerpartie. So, da geht ihr mal kurz auf Connected. Und da kann man auch privates Spiel andrücken. Ich glaube, das ist dann so, dass man nicht in der offiziellen Serverliste auftaucht. Sollte meiner Meinung nach so sein. Man kann auch wohl jetzt aber noch ein Admin-Passwort reinpacken. Wir gehen mal auf Annehmen und dann ja, erstellt er jetzt so gesehen den in Anführungszeichen Server. Dauert einen kleinen Moment. Es gibt noch die andere Variante nämlich. Und die ist ja, ganz speziell. Aber hier gibt es jetzt auch für, wenn ihr so einen Server jetzt macht, beziehungsweise Mehrspielerpartie für eure Map, dann gibt es einen wichtigen Sonderfall. Au. So, und jetzt sind wir nämlich auf der Map, die ich auch schon bei dem Schieß-Tutorial erklärt habe, benutzt habe. Deswegen steht hier gerade ein schöner Raptor. Hallo! So. Also, ansonsten ist ja jetzt gerade alles wie gewohnt. Ist jetzt auch doof zu zeigen. Die Besonderheit ist einfach, wenn ihr jetzt so eine Partie macht, da kommen jetzt Leute hinzu, die spawnen halt auch direkt bei euch. Ne? So wo ich jetzt gerade stehe zum Beispiel. Und bei der normalen PlayStation ist ungefähr so, also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der Raptor ist jetzt ein Mitspieler. So. Und wenn ich jetzt wegrenne, und der Mitspieler würde da jetzt die ganze Zeit rumstehen. Spätestens ab, naja, eigentlich, das heißt ab 200 Metern Abstand. Man sieht an den Spielern sogar wirklich die Meterzahl. Ab da wird der Mitspieler zum Host geportet. Also der Host ist so gesehen, also ich jetzt zum Beispiel, der Mittelpunkt des Spiels. Und die Leute können sich einfach nicht so weit von mir entfernen. Also es gibt da zwar noch so irgendwie so eine Grenze, hat man ja beim Video mit Cloud und Sari Black Devil mir gesehen, dass dann halt rot angezeigt wird, wo dann heißt, wegen, ihr erreicht da echt eine Grenze und das war schon leicht über 200 Meter. Wenn man selber eine PS Pro hat, dann sollen das 400 Meter sein. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich keine habe. Aber wie gesagt, es ist halt wichtig, wenn ihr so zusammen spielt, müsst ihr in der Nähe voneinander bleiben. Ansonsten macht es halt gar keinen Sinn. Wenn einer sagt, oh, ich gehe jetzt da hinten hin, da zu dem Arc, der darunter kommt, der andere sagt, oh, ich gehe jetzt aber hier mal hier diesen Berg hoch. Ja, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ja, derjenige zum Host geportet wird. Und das ist ja, ist ein bisschen doof, ist ein bisschen nervig, wenn man natürlich sich mehr ausbreiten will, aber wenn man, sag ich mal, so spielen will, dann geht man ja auch damit ein, dass der Host muss ja online sein und spielen, um damit halt auch die anderen Leute rauf können. Ja, dann macht es ja eigentlich auch Sinn, wenn man zusammenspielt, dass man so zusammen bleibt. Ist ein bisschen doof, aber halt die PlayStation muss halt so gesehen das Spiel des Hosts selber hier rendern und dazu dann noch für die anderen mit rendern. Und das ist halt ein kleiner Kraftaufwand, das kriegt die PlayStation noch nicht so ganz hin. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Also, ah ja, kann ich mal kurz gucken. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel Freunde einladen und so weiter. Nicht wundern, dass oben Walk steht. Ich habe mich vorhin schon mal eingeloggt und da war ich in einem Stein drin. Da musste ich mir irgendwie da rausquetschen. Ja, so, dann gehen wir mal ins Hauptmenü zurück. Fragen gerne in die Kommentare. So, dann gehen wir wieder auf lokales Spiel. Auf lokales Spiel. Hallo? Ja, 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 nein? Ja, doch. Gut. Da ganz oben rechts gibt es Host Dedicated Server. Ja, was das bedeutet, das werdet ihr gleich direkt einfach mal sehen. Ich werde es einfach mal drauf drücken. So, jetzt kann man sich ein Server-Passwort auch noch erstellen. Wir gehen einfach mal auf Annehmen. Und das ist das, was wir
Zukunft irgendwie hinkriegen wollen. Host-dedicated Server. Man hostet wirklich so einen Server, wo wohl 70 Leute drauf passen aktuell. Wenn ich das jetzt so bei den ganzen anderen Arcs sehe, kommt es mir halt so vor. Das Problem an der Sache ist, meiner einer zum Beispiel jetzt, der den hostet, ich kann selber nicht drauf spielen. Ich bin so gesehen, meine PlayStation verwaltet so gesehen die Map und ich kann Admins einstellen, ich kann sonst was einstellen. Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, was da gleich genau steht. Ist halt alles nicht so einfach. Man kann nämlich auch, wenn man halt dieser Host ist, Leute bannen. Zum Beispiel. Das ist halt auch sehr einfach möglich. Da kann man, glaube ich, ganz gut drauf zugreifen. Man kann große Nachrichten so in die Welt posten. Und ja, das gibt halt eine Sache, die noch ein bisschen dumm ist. Alter, das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Was man noch bedenken muss, es ist extrem anstrengend für die PlayStation. Also der Cloud hat es ja gemacht mit der normalen PlayStation. Und wenn da 20 Leute raufkamen, ne, die Leute konnten zwar normal spielen, ach, da sind wir, aber deine PlayStation, die war am Lüften wie die Hölle und wurde heiß wie ein Kochtopf. Oder andersrum, keine Ahnung. Aber sie kam richtig, richtig stark an die Grenzen. Und wie man sich vorstellen kann, so eine Konsole, wenn das Ding da auf volle Möhre läuft und richtig, also wenn ihr das stundenlang anlässt. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. So, jetzt haben wir hier natürlich jetzt, ich schweife gerade ab, aber naja. Hier die Einstellung, da würde man links verbundene Spieler, ja, ich bin verbunden, aber ich kann halt nicht spielen. Da oben Broadcast Message, ich könnte jetzt halt eine große Nachricht so gesehen alle schicken. Bin natürlich selber kein Charakter. Ich kann hier Admin, eine Whitelist könnte ich sogar einstellen, bannen, entfernen. Und da rechts gebannte Spieler, kann man wieder entbannen und so weiter und so fort. Freunde einladen, Admin Manager. Ich drück mal drauf, ich war da noch nicht drauf. Heilige Möhre. Ah, Server Frame Rate. Da sieht man halt so gesehen, ja, wie die Frames bei einem selber da so laufen. Aber da sieht man halt so alle möglichen Einstellungen. Message of the Day. Also, es macht Sinn, sowas zu machen, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, zwei PlayStation zu haben. Am besten noch eine PlayStation Pro. Und kann die halt laufen lassen. Und dann nimmt man die andere PlayStation und spielt selber auf seinem eigenen gehosteten Server. Ehrlich gesagt, persönlich würde ich das nicht riskieren. Das wäre mir viel zu riskant, dass mir das Ding komplett überhitzt und irgendwie, keine Ahnung. Das kommt auch ganz schön ins Schwitzen, die PlayStation. Also, das Gute daran ist, die Leute können spawnen, wo sie wollen, wie beim Einzelspielermodus. Ne, das ist also halt bestimmte Spawnpunkte, können rumlaufen, wo und wie und was und keine Ahnung was. Das ist auch mit der Grund, warum das übelst anstrengend für die PlayStation ist. Also, wie gesagt, genau das wollen wir ja versuchen, bald. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Wenn Klaus seine zweite PlayStation hat, bin mal gespannt. Ist halt auch, bedenkt das, extremer Stromfresser. So, wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück? Achso, Return to Main Menü. Kann ich aktualisieren? Kommt da was? Nö. Ja, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Ansonsten, ja, fällt mir nicht viel zu ein. Man kann natürlich noch einstellen, denkt dran, in dem Menü, wo man eben war, hier PvE, PvP-Modus. Alles, was man, na, da sind wir, hier so einstellt, das wird dann so gesehen auf den Server übernommen. Habe ich gerade meinen Arc gehostet? Wäre ein bisschen dumm gewesen. Gucken wir mal ganz gut. Oh, nee, mach ich später. Alles gut. So. Wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, gerne melden. Ach ja, und hier Delete Dedicated Server Data. Ich glaube, das ist dann halt, wenn man so einen Server hat, dass man das einmal wieder zurücksetzt. Legt mich nicht drauf fest. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ansonsten informiere ich mich nochmal und werde euch auf jeden Fall antworten. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen, dass ihr jetzt einen kleinen Unterschied habt oder wisst, wenn ihr eure Map habt, sagt, ey, Kumpel soll mitmachen, geht auf nicht dedizierte Mehrspielerpartie. Ladet ihn ein und ja, denkt dran, ihr müsst beieinander sein und trotzdem, ihr werdet Spaß haben.
Host-Dedicated, das ist dann für die Pros unter euch. Ne? Außer ihr habt Spaß daran, ein Admin zu sein für ja, einen Server, wo ihr selber nichts seht. Und könnt ihr Leute rumschubsen, keine Ahnung. Ja, also. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mir ist gerade irgendwie voll die Stimme von euch gegangen. Macht's gut. Ciao, ciao.